What's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei Terraria Boon Moons World. Und bevor wir in die Hölle gehen und da weitermachen, wo wir aufgehört haben, muss ich euch kurz was erzählen. Und dazu stelle ich mich einfach mal hier auf Sturmköder. Laufköder! Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber in der letzten Episode... Nein, ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Episode erwähnt habe, aber... So rum stimmt der Satz. Mir fehlte noch der Goblin-Mensch, den hier, Knox. Deshalb bin ich in eurer Abwesenheit quasi diese Woche mal noch zwei Höllen, nee, wie heißen die Dinger? Shadow Orbs zerstören gegangen. Hab nochmal gegen den Eater of Worlds gekämpft, der inzwischen überhaupt keine Herausforderung mehr ist. Und dann ist ein Meteorit gelandet. Und dann endlich hat mich auch eines Morgens die Goblin Army angegriffen. Dann bin ich nochmal zurück ins Dungeon, um den, den gefangenen Goblin zu finden. Und nun endlich ist er hier. Ich habe mir den Goblin Workshop Dings da unten hingesetzt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Tinkerer Workshop oder so. Und habe mir schlussendlich hergestellt ein Obsidian Shield und Obsidian Horse Hoe. War es eigentlich völlig sinnfrei ist, dass ich beides habe, aber ich habe trotzdem beides, ganz einfach, weil ich cool bin. Und dann habe ich noch den Client wieder auf Englisch umgestellt, ganz einfach, dass er nicht mehr crasht, wenn ich hier mit der Maus über das Hero Set drüber fahre. Und ich war nochmal in der Hölle ein bisschen und habe schon ein bisschen vorbereitet für heute und habe mir schon die Molten Pickaxe hergestellt, die ungefähr so aussieht. Flames. Okay. So viel dazu. Wir haben auch, ich habe uns 5 Obsidian Potions hergestellt, dass wir schön Zeug abbauen können. Ach so, ja, und übrigens, als die Goblin Army angegriffen hat, habe ich mich einfach immer hier hingestellt und habe gewartet, bis sie von links und rechts kamen. Und dann habe ich einfach nur... Seht ihr? Genau so. Die sind alle, das ist durch alle Goblins durchgegangen und alle waren nach 2 oder 3 Schüssen tot. Einfach... Es war so imbar. So imbar. Okay, gehen wir in die Hölle. Ach so, was ich auch noch gemacht habe. Ja, ich war fleißig diese Woche hier. Ich habe, Achtung, wann kommt's? Irgendwo war da unten, wo die Lava ist. Ich habe überall in der Nähe des Hellevators, hier sehen wir es, habe ich das Wasser abgelassen, habe hier alles zugebaut und so, dass das ganze Wasser hier reinfließt. Hier ist jetzt ein Riesensee mit Wasser. Und habe mir hier so ein Obsidian-Abbau-Ding einfach hingepflanzt. Ich weiß, es ist keine so coole Hightech-Maschinerie, wie manch andere hat auf YouTube oder auch Mr. E oder weiß ich wer, aber es funktioniert. Man kann hier einfach gechillt Obsidian abbauen. Irgendwann kollabiert das System. Ich weiß, irgendwann funktioniert es nicht mehr, aber ist mir fuck egal. Ich habe eigentlich auch genug Obsidian. Ich habe noch 160 Obsidian und von daher, das wird schon reichen. Man braucht immer für einen Hellstone Bar, braucht man 4 Hellstones und ein Obsidian. Von daher, das reicht locker. Locker flockig und wenn nicht, dann mache ich das auch wieder in eurer Abwesenheit. So, hier sehen wir, was ich getan habe. Ich habe hier mal so angefangen, ein bisschen alles zu begradigen. War auch noch ein bisschen looten und so. Allerdings nicht alle Häuser. Ich überlege auch, ob ich das hier noch begradigen soll, aber ich glaube, das reicht so. Okay, da war ich unten und da wollte ich weitermachen. Und zwar mit Ashblock. Hey Bro, was bist du hier? Ach ja, und ich habe mein Blade of Grass habe ich verzaubern lassen beim Goblin-Mensch. Das ist jetzt voll imbar. Macht jetzt 31 Schaden statt 27 und hat noch 10% Speed und so. Also... Respekt, hey, an den Goblin, da kann ich... Oh, alles. Wo kamen jetzt die Schüsse her? Ist nicht mal ein Dämon zu sehen. Einfach aus dem Nichts. Ich glaube, ich spinne. Go away. Oh, Mann, echt. Nervig. Oh, nicht im Ernst? Dem haben wir es gegeben. Ranged Attack for the win. Oh ja, das macht die ganze Sache interessant.
Lasst uns eine Brücke bauen, während wir von Feuerimps beschossen werden. Ach, fuck you. Wow, auf einmal kommt ein Feuerschleim vom Himmel. Wundert übrigens nicht, dass ich hier alles rücksichtslos zubaue. Ich habe geplant, irgendwann dann auch mal wieder hierher zurückzukommen, wenn alles fertig gebaut ist. Und eben solche, diese hier, diese Holzplattformen einzusetzen, damit wir dann auch noch die Häuser erkunden können. Bulli! Oh, jetzt höre ich auch noch so einen Wurm. Komm her, Wurm. Die Gegner sind nicht wirklich eine Herausforderung, sind einfach nur nervig. Einfach nur nervig. Oh, ich glaube, die Brücke habe ich perfekt angefangen. Die geht genau über alle Häuser hinweg. Wie viel Ashblock habe ich noch? 37? Ja. Geht seit Moonboom. Oh Gott im Himmel. Ich sehe nichts. So, gleich haben wir es geschafft. Keine Ashblocks mehr. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt gehen wir nämlich noch ein bisschen erkunden und plündern und abbauen und alles. Und wir fangen an mit dir. Verarscht. Ich höre schon wieder einen Wurm. Wo ist er? Da ist er. War ich hier schon? Hier stehen ja schon Fackeln. Lol, hier war ich echt schon. Da habe ich mich schon überall durchgebuddelt. Nur den Hellstone da drüben, den wollte ich nicht abbauen. Das wäre nicht so clever, Moonboon. Stimmt, hier bin ich ja mal rübergeflogen. Okay, dann du als nächstes. Healing Potion. Nice. Nehmen wir mit. Da ist auch Hellstone. Oh, da ist... Oh, da ist so ein... Oh, das brauche ich. Oh, nein. Ja, Feuerblumen. Feuerblumen. Da ist nochmal Hellstone. Komm her, Hellstone. Da drüben ist auch... Oh, da ist auch noch ganz viel. Geil. Komm her. Achso, das war jetzt dämlich Moonboon. Was wir erst machen müssen, wäre... Oh, das ist überall Hellstone. Geil! That's the way I like it. Komm schon, Bro. Komm schon, gib mir den Hellstone. Gib mir den Hellstone. Oh! Oh, fuck, komme ich nicht dran. Da unten ist noch mehr. Da ist auch noch... Okay. Ich glaube, dieses Haus... wird unsere erste Ausgangsbasis, wo wir uns in die Lava stürzen. Oh, das ist auch. Ich wollte eigentlich... Habe ich jetzt... Naja, ich habe hier aufgemacht. Das wollte ich nicht. Habe ich noch irgendeinen Block? Ja, ich habe hier jetzt Obsidian-Block. Komm, zu. Und... hier ablassen. Und dann hier abbauen. Und jetzt kann ich auch hier durch. Zap, zap, ab. Hervorragend. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Oh ja, Skyrim, Baby. Skyrim hätte ich jetzt auch schon wieder Bock. Ich glaube, machen wir danach. Oh yeah. Oh oh. Impiker Imp. Was? Von unten? What? Impige Imps überall? Ah. Okay. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir schlucken jetzt einfach so eine Potion. Die hält 4 Minuten. Und geben es uns hier voll hardcore dreckig. Komm schon, Hellstone.
Oh yeah, swimming in lava, better than swimming in water, because it's warm, and it's not cool, and you don't freeze, like in a pool. Oh! But there are worms in the lava. I don't know what to rhyme with worms in lava, weil es noch nie da war. Oh, außer in Ogisaka. Gibt es Ogisaka? Nein, es gibt kein Ogisaka, oder? Das Wort habe ich erfunden. Und ich bin stolz drauf. Was, schon wieder ein Wurm? Nee, oder? Doch! Dämlicher Dreckswurm, komm her. Gott im Himmel, echt. Ich kann eigentlich auf dem Schwert bleiben und Shift abbauen. Yeah, wir sind die Shift-Abbauer. Ich sehe gar nichts. Ist alles so rot. Verwirrend. What? Oh, oh, ich ertrinke. Das habe ich ganz vergessen. Das habe ich ganz vergessen, dass wir noch ertrinken. Oh, scheiße. Die Potions sind doch nicht so imbar, wie ich gedacht habe. So, noch nach unten. Man, wir trinken schon wieder gleich. Oh, das macht doch keinen Spaß so. Das ist doch bescheuert, ist das doch. Ich will einfach nur abbauen. Und wenn wir dann komplett Hellstone-Set haben und Hellstone-Waffen und Hammer und alles, dann gehen wir gegen die Wall of Flesh kämpfen. Aber keine Angst, so lange müsst ihr nicht mehr zugucken. Wir machen jetzt diese Episode, wo wir ein bisschen hier rumlaufen und abbauen und die Hölle erkunden und solche Sachen. Und alles andere mache ich dann, wenn die Kamera aus ist. Das heißt, nächstes Video werden wir vermutlich schon gegen die Wall of Flesh kämpfen. Wenn es denn... Wenn Gott will. Fuck. Zu wenig Luft. Zu viele Imps. Hier nicht irgendwie... Ah, ja doch, natürlich. Ich Fuchs. Oh nein! Schon wieder Imps. Yeah, die Pickaxe fängt die Schüsse ab von den Imps. Das ist mal praktisch. Ich bin ziemlich sicher, dass es alle Waffen machen. Nur die Pickaxe ist halt ein bisschen schneller, von daher... Nach oben! Okay, Lufthammer. Oh, die Potion hält gar nicht mehr lange. Oh, oh. Alarm, Alarm. Oh, raus aus der Lava. Oh Gott, das war knapp. 5 Sekunden, holy moly. Ja. Zum Glück habe ich aufgepasst, meine lieben Freunde. Sonst wären wir einfach verbrannt. 129 Hellstone haben wir abgebaut in der Zeit. Das würde ich mal sagen, ist ein Erfolg gewesen. Da unten gibt es nichts mehr. Jetzt gehen wir mal noch in das nächste Haus. Vielleicht finden wir mal wieder eine Schatztruhe. Ja klar. Spawn einfach in meiner Fresse, oder? Auf meiner Nase. Schatztruhe? Irgendwo Schatztruhe? Da ist Hellstone. Da unten ist Lava. Das ist gar nicht gut. Aber keine Schatztruhe. Und auch hier links am Rand kein Hellstone, den wir einfach so kurz abbauen könnten. Gehen wir mal weiter rüber. Komm schon, ich will Schätze. Gib mir Schätze. Gib mir Loot. Loot in my face. Ah klar, Lava.
Natürlich Lava, was sonst? Moonboon, du willst Geschenke? Nein, hier, nimm Lava. Viel Spaß damit, ciao. Hellstone. Natürlich muss ich das noch abbauen, ne? Oh, da ist ganz viel Hellstone. Da wird man sogar so rankommen. Achtung, ich habe einen Trick. Pass auf. Hier, damit die Lava abfließen kann. What the fuck? What the fuck? Werde ich gespammt, während ich Videos mache? Holy moly! So. Und jetzt... Oh, wir werden beschossen. Ah, fuck you, Imps, echt. Die sind am allernervigsten. Die spawnen einfach, wie es ihnen passt. Und dann hauen sie dir aufs Maul. Nur Noobs nehmen diese komische Potion. Wir machen das hier wie Indiana Jones. Achso, ich kann ja sogar drauf laufen inzwischen. Habe ich ganz vergessen. Nur nicht auf der Lava halt. Okay, das haben wir abgebaut. Hier noch ein bisschen. Oh, oh. Okay. Den Rest lassen wir da mal so, wie es liegt. Gehen wir mal wieder hier raus und gehen noch ins nächste Haus. Da steht noch ein Topf. Da steht sogar ein... Oh, nein, nein! Ah! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Nein! Wie kann man das so failen? Vor allem, ich hatte, glaube ich, viel Gold dabei, gell? Oh, scheiße, müssen wir uns zurückholen. Nein! Nein! Moonboon, mach mir ein Bananenbrot. Ja, heil mich, Bitch. Irgendwas, was wir hier lassen könnten? Nee, brauchen wir alles. Okay, abwärts. Okay, crazy. Wie lang der Halloway da geht. Oh, was für eine perfekte Arena für einen Bosskampf. Nein, das... Oh! Nein! Töte mich nicht, Imp! Das war knapp. Aber wenn wir jetzt schon diese Skin-Lava-Potion-Dings getrunken haben, nutzen wir es wenigstens kurz hier, um Hellstone abzubauen. Oh Gott, im Himmel war das knapp. Habt ihr die Reaktion gesehen? Wie ich beinahe die Potion weggeschmissen hätte, statt sie zu trinken. Oh nein! Fuck, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch echt nicht. Gerade eben lobe ich mich noch selber und dann sowas. Ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das gibt's echt nicht. Moonboon, ungefähr vor 20 Minuten oder 15, ich weiß nicht, wie lange ich zocke. Ja, die Gegner in der Hölle sind eigentlich keine Herausforderung. Aber die Lava, verflucht! Die Lava ist schlimmer als alles andere. Ach Gott im Himmel. 175 Hellstone. Ich brauche mehr. Warum sammeln wir den Mushroom ein? Go away, Mushroom. What? Oh, ein Luftkampf. Das wollte ich schon immer mal machen. Yes, ich habe ihn besiegt, glaube ich. Krieg ich was? Ja, da liegt er. Yeah! Genial.
Kupfer lass mal liegen. Wäre das Kupfer nicht wert? Ist das Gold ist nicht wert? So, und diesmal, meine lieben Freunde, machen wir das like a boss. Und diesmal vergessen wir auch nicht zu atmen. Ich habe das alles im Griff hier. Weiter runter brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir brauchen nur noch hier rüber. Ist auch dämlich, dass man das nicht irgendwie einfach sprengen kann oder so. Ich würde mir 10 Tonnen Dynamit kaufen. Oh oh. Und würde einfach alles in die Luft, Luft jagen. In die Luft lagen? What the fuck? Stirb, Fire Imp. Wie er keine Chance hat gegen eine Pickaxe. Roffel. Ah, schon viel besser. Ich muss nicht mal auf die Atmung achten. Okay. So viel dazu. Ach komm, solange wir noch die Skin Potion haben, gehen wir abbauen. Wäre ja sonst Verschwendung. Sag mal, wie viel Gegner sind eigentlich hier gerade um mich herum? Geht's noch? Warum ist es auf einmal so dunkel? Ist Nacht geworden in der Hölle? Habe ich noch? Ja. Oh, da unten ist ganz viel. Guck dich das mal an. Komm schon. 2 Minuten, das reicht. Das reicht locker. Locker flockig. Oh, da kommen Gegner. Na egal. Gegner sind nicht mein Problem. Nur Luft und Lava. Luft vor allem. Okay, und nochmal runter. Immer noch 2 Minuten. Hervorragend. So, das sollte reichen. Was ist damit? Eine Minute. Ja, das reicht noch für das Feld hier. Warum falle ich denn nicht runter? Ah, jetzt. Okay. Und danach gehen wir nur noch Häuser plündern. Ich denke, ich habe dann erstmal genug Hellstone abgebaut. Was heißt, genug ist nicht. Es reicht natürlich nicht für alles. Aber zumindest mal für ein bisschen. Wir können es ja ausrechnen. Oh Gott, jetzt habe ich was gesagt. Okay, wir versuchen es mal auszurechnen. Moonboon stellt seine Mathekünste unter Beweis. Wir haben... sagen wir 240 Hellstone, ja. 4 Stück ergeben 1 Bachen. Das heißt, 40 ergeben 10 Bachen. Das heißt, 80 ergeben 20 Bachen. Das Doppelte von 80 ist 160, ergibt 40 Bachen. Das heißt, 200 ergeben 50 Bachen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 60 Bachen. 60 Bachen Hellstone, das reicht für nichts. Das ist ja lächerlich. Braucht man ja 3000 Millionen Hellstone. 3000, 4 Millionen Hellstone. Komm schon, ich nehme, was ich kriegen kann hier, Bro. So. Überall blitzt mich der Hellstone an. Dann müssen wir halt doch noch nachher abbauen. Also gehen wir erstmal die Häuser erkunden. Und da, wo ich war, stelle ich Fackeln auf. Und Hellstone kann ich auch so mal noch abbauen. Vor allem müssen wir auch irgendwann mal den Rand erreichen hier. Wir müssen ja die Wall of Flesh irgendwo spawnen lassen. Mhm, aha. Okay.
Schätze? Nein? Keine Schätze. Kein Schätzli. Was machst du jetzt, Bro? Fackel nicht vergessen. Fackel. Wieder keinen Schatz, aber ein bisschen Hellstone. Das war knapp neben der Lava. Boah, da ist eine Feuerblume. Ich sehe es genau. Da ist eine Schatztruhe. Yes! Oh oh. Ich habe irgendwas gedrückt. Nimm's noch auf? Ja, es nimmt noch auf. Hey, Bro. Oh, hello, Sun Fury. Müssen wir gleich noch einmal ausprobieren. Meteorite Bars. Toll, ich will lieber Hellstone Bars. Hell Dingsbums Arrows. Oh, das ist so geil. To walk on water. Gilt es auf der Lava? Und ich nehme ich auch mit. Au! Ah, fuck you, man. Ich komme nicht raus. Wo ist das neue Ding? Komm her, Bro. Oh. Oh Gott, oh Gott, ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Oh, das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, steht schon eine Fackel. Nix. Hellstone? What? What? Oh. Auf einmal aus dem Nichts? Oh. Soll ich jetzt eigentlich nicht da das Ding aufbrechen? Oh oh. Impi! Ach ja, was ich übrigens noch erwähnen wollte. Wir machen am... Achso, das brauche ich gar nicht erwähnen. Das macht wenig Sinn, Moonboon. Ich wollte euch gerade einen Livestream ankündigen mit Terraria, aber ich lade Terraria vermutlich erst nach dem Livestream hoch, von daher... Fail, fail, fail. Oh, da ist auch noch. Barren, naja, da kriegen wir ein bisschen was hin. Oh, komm schon. So. Ding, ding, ding! Diesen Schleim haben wir verarscht, hä? Schatztruhe? Das geht weit runter, das Haus. Schatztruhe? Nein? Oh, nur ein fucking Fuckwurm. Das ist so eine Gegend hier, da wird es sich wieder lohnen, so ein Ding einzusetzen, so eine Potion. Das merke ich mir. Da setze ich ganz viele Fackeln auf das Haus. Komm schon, raus! Raus! Oh. Komm her, Bro. Oh Gott, ist jetzt die Puppe in die Lava gefallen? Ich hoffe es nicht. Das
wäre jetzt nicht so gut. Wir wären sofort tot. Da komme ich nicht dran. Fuck, da schwillert nix, oder? Hey, diese Häuser in der Höhle, die sind doch nutzlos. Was soll denn der Crap? Warum setzen diese überhaupt hin? Halt! Vergessen. Hier war ich schon. Was ist das für ein komisches, angefressenes Haus hier? Unten steht die Lava. Okay. Aber es gibt hier auch wieder nichts Gescheites. Es kommen aber große Seen hier. Halt. Fackel. Bomb. Komm schon, Truhe. Klaustik? Habe ich keine Fackel mehr? Ich habe fast kein Gel mehr. Scheiße. Wieder keine... Wieder keine Truhe. Mann. Ich habe gedacht, hier gibt's voll viel und voll den guten Loot und so. Stattdessen bekommen wir nur einen Haufen Lava, die uns das Gesicht verbrennt. Danach sehen wir aus wie Freddy Krüger, Mann. Freddy Moonboon Krüger. Oder Freddy Krüger Boon. Ja, das gefällt mir am besten. Oh, Freddy Krüger Boon. What? Bin ich jetzt hier gelandet? Naja. Besser als unten rum, ne? What? Jetzt geht's aber ab hier. Geh weg. Oh Gott, wo bin ich hier? Ist das der Rand? Ah, sehr hilfreich, danke. Kann ich nicht mehr schießen? Oh. Das war dein Fehler, Bro. ja, das wäre jetzt knifflig darüber. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Sieht nicht so aus fast, oder? Ciao, mach's gut, Blob. Weg mit euch, Viechern. Ach ja, klar. Ist einfach die beste Waffe. Doch, da drüben kommt noch was. Aber zum Glück bin ich nicht gesprungen. Das hätte im Leben nicht gereicht. Sowas von tot wäre man da gewesen. Die ganzen roten Dinger sind immer Fire Blossom Blumen. Das war mir auch nicht bewusst. Ich glaube, da habe ich ewig viele vergessen. Ah, geh weg. Wo geht's hier hin? Warum sind hier keine Häuser? Gibt's hier Loot? So viele Fragen. Keine Antworten. Warum liegen da Münzen? What the fudge? Hier war ich eindeutig noch nie. Noch nie in meinem ganzen Leben war ich hier. Weg. Ey, wollt ihr mich verarschen? Cool. Liegt einfach mal Geld in der Hölle. Ich will mal so ein Ding ausprobieren. Oh
Also Kraft hat dieser Morgenstern oder was auch immer das ist. Aber er ist halt zu lame. Weg! Wo kommen wir hier hin? Warum gibt es hier keine Häuser? Ist das der Rand oder was? Das kann ja eigentlich fast nur der Rand sein schon. Ich dachte aber eigentlich die Hölle, also die ist so unter der ganzen Welt, habe ich gedacht. Es sind überall so Häuser und so, aber so wie es aussieht doch nicht. Aber ein Haufen von diesen Fire Blossoms gibt's hier. Auf einmal greifen sie an aus dem Hinterhalt. Wie irgendwelche Guerilla-Höllenkreaturen. Ich will jetzt wissen, wo es hier hingeht. Ich will jetzt kein blöder Höllenstein. Oh oh. Nicht gut. Das war jetzt eine üble Mischung. Was geht nicht? Schleim. Ich warte nicht, bis du da bist. Nein, er ist da. Oh oh, da ist ein Wurm. Go away, Worm. I don't like you, bro. Ja, hab ich dich? Oh nein, da kommt mir das so einer. Kann ich mich schon heilen? Nee, kann ich nicht. Also hier muss man herkommen, um Höllenstein-Dingsbums zu farmen. Das ist eins, was sicher ist. Oh nein! Man kann hier zwar kaum stehen irgendwo. Aber guckt euch mal an, wie viel von diesem Steinzeug da unten rumliegt. Oh, das war mutig, Moonboon. Wenn wir hier sterben und dann findet man nie mehr genau den Ort, wo wir gestorben sind. Das Gold ist für immer weg. Also ich würde sagen, wir tun dann die Wall of Flesh da beschwören, wo die Häuser aufhören. Es hätte ja keinen Sinn, das irgendwo hier hinten zu beschwören. Da müssen wir ja ewig alles begradigen und so. Das würde überhaupt keinen Sinn. Oh, 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 Schatztruhe. Noch alle. Oh, da hinten ist wieder so ein böse Wicht. Oh, zwei böse Wichte. Oh, zum Glück habe ich diesen Wasserzauberspruch, der mir zur Seite steht. So, was haben wir? Flower of Fire. Ich guck's mir nachher an. Torch. Nice. Ah. Mehr. So, und jetzt lass mich mal in Ruhe looten hier. Restoration Potion Dingsbums. Sehr nice. Dynamit, endlich. Nice, aber wieder einmal wurde bewiesen, dass Exploration einen Sinn hat. Ich hätte die Truhe niemals gefunden, wenn ich gesagt hätte, wow, das ist bestimmt das Ende, hier gehen wir nicht weiter. Ach so, ja, was war denn das jetzt eigentlich? Very fast. Throws Ball of Fire? Oh, ich bin so der Feuermagier nachher, am Ende. Hier ist Ende. Habt ihr es gesehen?
Bildschirm geht nicht weiter. Oh yeah. Manche Leute gehen bis ans Ende der Welt, aber ich, Baby, gehe für dich bis ans Ende der Hölle. Oh yeah, like a boss. Okay. So viel zum Ende der Hölle. Das will ich jetzt mal noch ausprobieren hier. Ah, ah. Flower of Fire. Vielleicht kann man da drauf auch noch was anders machen. Boah. Boah, die springen. Ach nein. Oh, jetzt habe ich es erst kapiert. Eine Feuerblume. Wie aus Super Mario. Das ist ja geil. Macht es mir weh? Nee, macht es nicht. Wie viel Schaden macht das? 44 Magic Damage. Oh, damn. Das behalten wir mal lieber im Inventar, meine lieben Freunde. Okay, wir haben viel gefunden. Wir haben viel Hearthstone. Oh, können wir gerade mal gucken, wie viel Bars das jetzt im Endeffekt sind. Was? Meteor Shot? Nee, brauche ich nicht. Darüber sind wir schon lang hinaus. Komm schon, komm schon. Wo ist denn hier der ganze Kack? Da, stopp. Zurück. Hearthstone Bar. Oh, das Obsidian nimmt aber auch gut ab. 80 Hearthstone Bars. Nice. Nice. Guckt euch an, was wir alles machen können. Halt Meteor Helmet. Das brauche ich alles nicht. Crap. Ah, oh, geil. Da ist das ganze Zeug, wo wir brauchen. 30, 35, 25. Was haben wir? 107. Das sind 25 und 35 sind 60 und das sind 90. Wir können uns schon das ganze Set herstellen. Dann haben wir auf jeden Fall mal mehr Defense. Was macht denn mein Set momentan? Set Bonus 15% Increased Movement Speed. Increased Melee Speed 7%. Hm, ist halt auch nicht schlecht. 6, 7, 6 und das hat 8, 9, 8, der ist schon besser. Scheiß auf den Movement Speed. Ich nehme das. Danke. Und ich nehme das. Danke. Und ich nehme die Hosen. Dankeschön. Jetzt sind wir Imba. Leider kann man es nicht sehen, weil wir das grüne Zeug anhaben. Aber ich glaube, wir würden so brennen, wenn ich das grüne Zeug jetzt ausziehen würde. Nicht schlecht. Ich würde sagen, ich hole mir dann noch das restliche Hellstone für die Waffen und so. Mal gucken, was man da noch alles herstellen kann. Und ja, das war's, oder? Der Rest mache ich alleine so, das ganze Zeug hier aussortieren und alles. Wir haben jetzt nichts großartig Spannendes irgendwie gefunden. Oh Gott, ich habe zu viele Truhen. Ich bin ein Truhenfetischist. Guckt mich an. Don't judge me, bros. Sis. Okay, vielen Dank fürs Reinschauen. Bitte bewertet dieses Video, wie immer. Schreibt die netten Kommentare, wie ihr es immer tut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin Moonboon und ich bin raus. Ciao, ciao.